Guten Tag und willkommen zurück zu Pumpkin Jack. Und das könnte eventuell das letzte Mal gewesen sein, dass ich das jetzt gesagt habe, denn wir nähern uns dem Ende des Spiels mit großen Schritten, nehme ich mal an, zumindest. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sind von hier irgendwo hergekommen. Sind wir nicht irgendwie so eine Seilbahn runtergerutscht oder so? Nee, gar nicht wahr. Wir sind durch so einen Strudel der Zeit, oder wie auch immer man das deuten will, gekommen. Und da habe ich erst ja am Anfang gar nicht gesehen, dass ich ja schon mich wieder bewegen konnte. Tolles Deutsch, das war. Da oben ist ein Vogels. So einer. Dogma Buse abonniert mit Twitch Prime. Vielen lieben Dank, Dogma Buse. Und schönen guten Tag. Und daran habt ihr gerade natürlich auch wie immer gesehen, dass ich wieder live auf twitch.tv/DaveDurrenTV unterwegs bin. Wie immer mit super, super netten Leuten. Nicht nur Dr. Mabuse, aber natürlich, also vielen lieben Dank für dein Twitch Prime Abo. Freut mich wirklich sehr. Der Super Flash Crash ist hier. Dann haben wir zum Beispiel den Carl Crate noch hier. Ich scroll mal eben durch. Den Don Red Horse haben wir hier. Oder das eigentlich das, ne? Das Don Red Horse. Das Don rote Pferd. Wie auch immer. Und vielleicht noch ein paar andere Leute, die zuschauen, ich weiß es nicht, aber noch nichts geschrieben haben, falls sie überhaupt was schreiben wollen, natürlich. Ja, wie gesagt, Pumpkin Jack, wir sind im letzten Level angekommen und haben da auch schon einiges gemacht. Es kann sein, dass das Let's Play in 10 Minuten vorbei ist, es kann aber auch noch eine Stunde dauern oder anderthalb, ich habe keine Ahnung. Unser Ziel ist nach wie vor den Lehrer, wollte ich gerade sagen, den Zauberer zu besiegen für den Teufel, der uns wiederum, ja, das war nicht so günstig, ne? Fuck. Was ich sagen wollte, der Teufel hat uns ja der Teufel hat uns auf die Erde gebeamt, damit wir was war das denn? Ist ein Charakter aus dem Perry Rhodan Universum, Don Red Horse. Okay. Also Perry Rhodan sagt mir natürlich namentlich was. Habe ich aber noch nie gelesen, muss ich gestehen. Würde mich aber mal interessieren. Gibt es von seinen Werken eigentlich auch Spiele? Ich weiß gar nicht, so Perry Rhodan Spiele? Heute ist irgendwie noch ein bisschen, ich muss erstmal wieder ein bisschen hier klarkommen. Heute ist übrigens Dienstag und damit wieder der erste Streamtag der Woche. Hat jetzt am Wochenende auch nicht gestreamt. Weil, ne, das ist, momentan ist einfach echt viel los auch. So. Aber umso froher bin ich, wenn ich meine festen Streamtage dann wahrnehmen kann und wir ein bisschen zocken kann mit euch, für mich, für euch, für alle, sowieso. Und ja, wie gesagt, also wir sind vom Teufel auf die Erde geschickt worden, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und müssen einen bösen Zauberer besiegen, zu dem wir jetzt auf dem Weg sind. Au, puh. Ich mag diese Winterlandschaft tatsächlich sehr gerne, obwohl das hier sehr segmentiert ist mit diesen ganzen kleinen Inseln und so. Hat schon irgendwie was, aber ich weiß. Action Cam. Yeah. Rechts da vorne ist was. Ist das etwa eine Werkstatt oder so oben im Norden? Oje, mir schwant Übles. Habe ich ganz vermisst. Marcel Reich Ranitzky. Die Krähe. Freue mich übrigens, dass ich gleich tot bin. Nein, Ich freue mich übrigens, dass meine
mehr schlecht als rechten spontan. Achso, das waren Health-Kugeln, den muss ich gar nicht ausweichen. Dass meine relativ spontanen Synchronisationsideen Anklang finden bei euch. Freut mich. Wobei ich sagen muss, so ein, zwei Stimmen, die ich zwischendurch gemacht habe, die kann man nicht lange machen, ohne dass dann irgendwann so ein bisschen der Hals sehr trocken wird. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, so wie ich jetzt hier gerade aufpassen muss. Ach so, ich vergaß. Man kann ja ausweichen. Dieses neumodische Feature, das es seit diesem Spiel erst gibt. Wie sehr bist du stets bemüht, aber dein Arbeitsverhalten lässt zu wünschen übrig. Jetzt werden wir auch noch hier mit irgendwelchem Arbeitszeugnis-Code-Geschwafel von ihm. Er war stets bemüht und so zugetextet von einem Schwert. Ja, so weit ist es schon gekommen. So weit ist es schon gekommen. Tja, viel mehr ist hier, glaube ich, nicht los. Schausicherheitshalber nochmal. Wir haben... wo kann ich das denn... Kann man das irgendwo sehen? Nee. Gerade nicht. Ich wollte gerade zeigen, dass wir nur noch ein Outfit besorgen können. Wir brauchen dafür 40 Krähen. Insgesamt, wir hatten glaube ich schon ein paar, jetzt haben wir gerade 17 von 20 in diesem Level und ich weiß nicht, ob wir das ehrlich gesagt noch hinbekommen, weil wir sind halt im letzten Bereich des Spiels. Ich habe keine Ahnung. Okay, das war sehr close. Sehr Miroslav. Oh, das sieht sehr... Klopf, klopf, okay. Ich muss aber sagen, auch wenn das Spiel jetzt ja noch gerade für uns zum Zeitpunkt der Aufnahme hier und für euch, die gerade live zuschauen, auch wenn das Spiel natürlich jetzt noch läuft, ich finde es ein bisschen schade, wenn es endet, weil es macht echt Spaß. Ich kann es halt wirklich empfehlen. Ich werde natürlich am Ende des Let's Plays auch nochmal so ein kleines Resümee ziehen, was mir gefallen hat, was mir vielleicht nicht so gut gefallen hat. Und ja, aber generell, es macht halt einfach mega Bock. Ja, ich glaube, das war's. Und dann können wir mal Klopf, Klopf machen. Ho, 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 nicht so schnell, Jack. Weihnachtsmann, habe ich dich nicht getötet? Oh ja, das hast du. Und jetzt stehst du auf meiner Liste der unglaublichen, unartigen, Jack. Die habe ich extra für dich erfunden. Wie hast du den Vorfall in der Werkstatt überlebt? Ah, schon vergessen, ich besitze magische Kräfte, du Kürbiskopf. Ich bin auch nicht ganz überm Berg, aber die Spielzeuge müssen ja fertig werden. Wer kann sich diese Zeiten noch, in diesen Zeiten noch Krankheitstage leisten, da sagst du was. Ah, Kapitalismus. Genau der. Nun, ich besiege dich. Ich habe dich schon einmal besiegt, ein zweites Mal sollte drin sein. Eine Pause würde ich außerdem, würde dir und mir und allen außerdem ganz gut tun. Was war das denn nochmal? Ach, Genickbruch. Ah, das Geräusch ist immer so fies, ne? Ach, das war das. Das war ganz cool. Wieso kann er nicht dort bleiben? Jetzt müssen wir den Weihnachtsmann auch nochmal besiegen. Los, jag die Bude nochmal in die Luft, damit er weiß, mit wem er es zu tun hat. Jack. Achso, warte, ich muss erstmal wieder klarkommen hier. So. Gefällt mir sowas. Erinnert mich an Kindergartenzeit, muss ich gestehen. Wo wir, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es ja diese... dieses Bauklötze-Spiel, wo man halt die auch so verschiedene Formen hat und man muss den Bauklotz mit der, ja, genauso wie ich das gerade mache, nicht den Bauklotz mit der richtigen Alina, vielen Dank für deinen Raid, das ist gerade Host, ist es, ja, guten Abend, wie geht's dir, wie schnäfte, täfte, alles gut so, ich bin gerade etwas busy. Ich bin gleich sofort wieder bei euch. Wow, das war mit Bande gespielt. Das auch, aber schlecht. Jedenfalls, sowas kennt man ja vielleicht noch aus dem Kindergarten.
Ach komm. Also man muss schon echt ein bisschen den Winkel gut abschätzen, in dem man dann schießt tatsächlich. Das ist manchmal etwas leichter, als es aussieht tatsächlich. Weil man sehr schnell ein bisschen zu weit vom Winkel ballert. Und dann das Loch nicht trifft. Ha ha ha. Hat er nicht wirklich gesagt? Doch, hat er. So. Ja, aber vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall, Alina. Ich hoffe, bei dir ist alles tiefte, staffte, töften, knorken toll. So wie bei euch allen auch, hoffentlich. Natürlich. Yeah. Nichts wie raus hier, Jack. Gleich fliegt ja alles in die Luft. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir das mal, dass ich das mal sagen würde. Wir haben den Weihnachtsmann getötet. Und erst recht nicht, was? Irgendwas kann da noch. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Wir haben den Weihnachtsmann eigentlich sogar zweimal getötet mittlerweile. Hätte ich nicht gedacht, dass man das in diesem Spiel tun würde, aber man lernt nie aus. Vogels! Oh, schaffen wir wohl 20 von 20? Ich weiß es nicht. Jetzt, ich habe gerade so einen Drang wie Marcel Reich-Ranitzky zu sprechen. Oh, ich glaube, da geht's zum Zauberer. Und mit jedem Set-Sound spucke ich ein bisschen, wenn ich ihn sage. Das wolltet ihr nicht wissen, das weiß ich, aber ich habe es euch gesagt. So fühlen sich übrigens alle Spanier und auch Marcel Reich-Ranitzky damals. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Hier ist es, Jack. Ich kann die Macht des Zauberers spüren. Oh, das kribbelt runter bis in die Federspitzen. Jetzt geht's also gleich rund, was? Der Zauberer ist auf der anderen Seite dieses Portals. Genau, es gibt gar keine Zweifel. Er ist gleich hinter dem Portal wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ach, wie nett von ihm, dass er das Portal gleich für uns offen gelassen hat. Könnte allerdings auch eine Falle sein. Falle hin oder her, du musst ja durch, hör mal. Dafür bist du ja immerhin hergekommen. Kannst ja jetzt nicht wieder zurückgehen, ne? Ja, du hast was zu erledigen, Jack, also ran an die Arbeit. Töte den Zauberer und stürz die Welt ins Verderben. Okay. Bei mir ist alles super schnöfte töfte. Ich liege im Bett und zeichne für Uni. Sehr entspannt gerade. Sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe nicht, dass ich dich zu viel ablenke beim Zeichnen. Aber freue mich natürlich, wenn du ein bisschen zuhören möchtest, zumindest. Und, ach Mann, manchmal denke ich auch so, zeichnen, das würdest du auch ganz gerne nochmal lernen. Falls man das denn lernen kann, oder? Ich meine, um das wahrscheinlich richtig, richtig gut hinzubekommen, braucht man wahrscheinlich so eine Art Talent, ne? Aber, ach, zeichnen ist schon cool. Ja, Leute, ich bin gespannt. Oh, ich darf wieder Kisten ausweichen wahrscheinlich. Ja. Und was mache ich? Das erste in die erste Kiste reinfliegen. Toll. Das ist so ein... Wen schieße ich da eigentlich mal ab? Und warum? Irgendein Viech oder so. Aua, aua, aua. Okay. Talent ist nur frühes und oder intensives Lernen. Na, weiß ich nicht, ob ich da hundertprozentig zustimmen würde, Rick. Oh, okay. Talent hat ja auch was mit Veranlagungen zu tun. Also, aber ja, zum Teil natürlich auch Lernen. Es ist tatsächlich der Bosskampf. Darf ich mit dir reden? Muss ich mit dir reden? Du bist also der große Jack. Endlich lernen wir uns kennen. Willkommen in meiner bescheidenen Residenz. Was ist das hier für ein Ort? Eine Mini-Dimension von mir entworfen. Hier kann ich in Ruhe arbeiten und doch wagst du es, mich zu stören.
Ich bin hier, um dir deine unheimlich kleine Visage zu polieren. Oh, du kommst gleich zur Sache, das gefällt mir. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Dieses Amulett ist nutzlos, das kannst du auch gleich wieder, kannst du mich auch gleich erledigen. Ja. Okay, das nimmt einen dann doch irgendwie den Spaß an der Sache. Den Spaß? Was? Dich erfüllt das Abschlachten auf die gleiche Weise, wie mich die Forschung erfüllt. Und doch weiß ich, trotz meiner Bemühungen, noch immer nichts mit dem Amulett der verglühenden Asche anzufangen. Die letzte Zeile auf der Steintafel, ich habe sie unkenntlich gemacht für den Fall, dass das Amulett in deine Hände geraten sollte. Willst du wissen, was in der letzten Zeile stand? Willst du das Geheimnis des Amuletts erfahren? Fahr fort, ganz weit weg übrigens. Eine reine menschliche Seele, das ist alles, was da stand. Eine reine menschliche Seele. Ist meine Seele etwa nicht rein genug? Habe ich etwa nicht mein ganzes Leben dem Wohle der Menschheit gewidmet? Macht Neil, macht dir nichts draus, passiert. Kommt in den besten Familien vor. Du hast gut reden, Jack. Du hast wohl die reinste Seele von allen, was? Keine Bindung an einen echten Körper, völlig los. Völlig losgelöst von der Erde. Und frei in diesem dämlichen Kürbis. Was willst du tun? Mir die Seele entziehen und sie für deine Zaubertricks benutzen? Dieser Plan ist so gut wie jeder andere. Jetzt halt still, Jack. Das hier wird ein wenig wehtun. Möge dies das Ende deiner teuflischen Existenz bedeuten.